Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo, der Morning Side Zoo. Wir sind zurück. Aktivisten sind in den Zoo angekommen. Nice, die Folge geht so los, wie man sie sich wünscht. Angeblich geht es unseren Tieren hier nicht so gut. Warum? Sauberkeit. Gleich mal Pfleger rufen. Ah, da scheinbar schon ein Pfleger unterwegs. Jo, wir sind zurück, Leute. Wieder dabei, wieder drin. Ein paar Tage ist her, dass ich den ganzen Kram hier gespielt habe. Gefühlt auf jeden Fall. Letztes Mal habe ich das Speedbuild gehabt hier mit dem Eingang. Das muss ja dann Sonntag gewesen sein, ne? Ja, müsste gewesen sein. Ihr habt fleißig in die Kommentare geschrieben, was dann so ist. Erstmal, dass eine ungerade Zahl an Kängurus hier deutlich besser aussieht. Deswegen machen wir das einfach mal. Schöner fürs Auge, wurde gesagt. Und dass die weißen Boller hier, die weißen Dinger bleiben sollen. Dann bleiben die natürlich. Möchte natürlich nichts machen, was euch jetzt böse macht. Was ist denn hier alles passiert? Das Ding ist kaputt. Weiß der Geier warum. Känguru stellt Sauberkeit vor eine Probe hier. Oha, das sieht auch schlimm aus. Dann ist hier die Einrichtung ausgefallen. Gleich mal einen Techniker rufen. Auch hier auch mal einen Techniker rufen. Dann Tiergespräch funktioniert nicht richtig und die Forschung ist abgeschlossen. Uiuiui. Ah, ganz schön viel Forschung abgeschlossen. Ach ja, wir haben jetzt das große Forschungszentrum. Daran könnte es liegen, dass wir jetzt deutlich mehr forschen können. Genau, dann lass mal gucken, dass wir den Kaiman auch erforschen, jetzt wo wir dabei sind. Richtig. Und dann gibt es nämlich die Frage, welche Tiere ich noch machen muss, damit wir auf jeden Fall das Achievement kriegen. Und ich gucke jedes Mal, ne? Aber ich mache mir nie eine Liste. Es wird im Stream, ich streame übrigens, jeden Montag und Donnerstag gibt es einen Livestream, auf Twitch. Da wurde gesagt, dass es auch nach dem Essen geht, welche Tiere man hat. Da wollte ich jetzt nochmal nachgucken, weil, ja, der Ganges-Gavier fehlt eventuell doch noch. Der Ganges-Gavier. So, den müssen wir machen. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall ein Ganges-Gavier-Gehege bauen. Und es wurde auch mehrfach gesagt tatsächlich, dass ich den Ganges-Gavial noch nicht habe. Ich war der Meinung, ich hätte ihn schon mal gehabt. Aber so kann man sich irren. Kegelrobbe, ja gut, die Königspinguin, ja gut, das sind die DLC-Tiere. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die mit reinzählen. Das Leistenkrokodil auch wieder. Ja, das heißt, wir brauchen ein Krokodileck. Ne? Die hier eventuell auch, die Rotkniespinne. Ich glaube, der Rest müsste sein. Ich glaube, den Rest haben wir schon mal gehabt. Ich gucke jetzt einfach mal durch. Komm, es muss einfach sein. Und ja, wie gesagt, ich streame jeden Montag und Donnerstag. Montags ist Stardew Valley angesagt. Da sind einige von euch da. Ein paar nicht. Bestehe ich gar nicht, weil Stardew Valley ist ein cooles Spiel. Aber Donnerstag sind die meisten von euch da. Und das ist nämlich Planet Zoo. Das ist ja auch mehr das, warum ihr hier einschaltet. Die Hyänen brauchen wir auch nochmal. Hyänen. Gavial, Gnu scheinbar. Sollen wir uns einfach mal ein Gnu kaufen und das da reinsetzen hier hinten und dann, also in die Savanne und dann erforschen wir das einfach. Das könnte doch eine meiner leichtesten Übungen sein. Ah. Ja gut, so geht das natürlich nicht. Lass uns ein billiges Gnu holen. Leute, investiert in Gnus, sehe ich gerade. Männchen sind wichtig. Das ist doch mal interessant. Dass Gnus so ein gutes Ding haben hier. So, der zieht jetzt hier hinten in die Savanne ein. Und dann einfach nur, um erforscht zu werden. Tier ist entkommen. Was um alles in der Welt. Die Leute scheinen es aber nicht zu interessieren. Das ist schon mal ganz gut. Aber wir müssen das eventuell noch mal ein bisschen besser machen. Die Lampe. Hat leider kein Dings. So, dann lass mal gucken. Hier passierbarer Bereich. Zählt nicht als Entkommen. Ich frage für einen Freund, aber wie ist das passiert? Ah, okay. Ja, gut. Das ergibt dann natürlich Sinn. Das ist ja eher ärgerlich.
Ich könnte das jetzt selber zumachen, aber ich kann auch kurz warten, bis der Pfleger da ist hier, der Techniker. Der regelt das. Haben wir überhaupt Techniker hier? Müssen wir eventuell noch mal einen einstellen? Wo ist denn der? Ja, lass sie rauslaufen. Je mehr Leute, desto besser, ne? Weil die kommen auch alle wieder rein, dann kriegen wir wieder mehr Geld. Und wir haben mal 1,2 Millionen. Da kann man das ruhig machen, Leute. Aber wo ist der Techniker? Das ist die große Frage. Haben wir nicht hier in der Savanne einen Techniker? Savannah? Doch hier. Ja, dann mach mal hier. So, und irgendwo ist dann ein Tier, was noch entkommen ist. Jetzt nicht mehr. Steppenzebra hatte Nachwuchs. Oder hat jetzt Nachwuchs? Hatte Nachwuchs? Hatte Nachwuchs. Aber wo ist denn der? Wo ist denn dein Baby? Da! Da ist er ja. Nice. Und hier ist das Gnu? Ja, ist tatsächlich das Gnu. Lassen wir das mal hier raus. Sollen wir auch gleich mal einen Tierarzt rufen? Weil es sieht aus, als geht es ihm nicht so gut. Aber wir können es ja mal checken. Pfleger ist schon da. Und dann forschen wir nochmal für das Gnu. Für das Weißschwanz-Gnu. Ganz genau. Dann wird da geforscht, das ist doch auch ganz gut. Ja, so ein bisschen Management heute, auch nur so eine relativ kurze Folge tatsächlich. Ich habe nicht so mega viel Zeit heute, aber für euch mache ich dann doch noch. Mache ich doch noch eine Folge, komm. Was soll das? Was ist hier mit Techniker rufen? Das verstehe ich nicht. Geht's unseren Technikern nicht so gut, oder was? Haben wir nicht genug? Wo sind denn die überhaupt? 4 Techniker, ja, es könnte sein, dass das nicht reicht. Und 3 davon haben... Ja, gut. Liegt halt da dran, ne? Läuft zum Solarmodul und du läufst auch zum Solarmodul. Die kriegen jetzt mal weniger Geld. Und wenn die jetzt hier das dann repariert haben, dann sollte das passen. Ich hoffe, bei den Varis passt das auch. Heute kam ja ein Update. Das erste Update nach dem DLC, kann man ja quasi auch so sagen. Und das soll angeblich auch das gemacht haben, dass du das Wasser wegmachen kannst, obwohl Tiere da sind. Sollen wir das gleich mal testen? Hier vorne bei den Bongos müssen wir das testen, weil das Wasser ist dreckig. Ach Mensch. War das auch dort? Tatsache. Krasse Story, Leute. Krasse Story. Es funktioniert. Die werden halt geboxt, die Tiere, aber das ist ja eigentlich... Ja, nicht so schlimm. Nice, nice, nice. Lass einmal nochmal den Leuten Hallo sagen hier. Hallo. Einige von euch sagen ja auch, dass ich bei denen im Zoo Besuch war. Das ist auch nice. Das finde ich mir cool. Und der Monika. Ganz am Ende. Ja, hier sind unsere Bonobos. Da muss ich nochmal gucken, weil die haben nicht so viel Spielzeug. Habt ihr ja auch komplett richtig gesagt. Teilweise liegt es auch daran, dass das Spielzeug, was die hier haben, dass das langweilig geworden ist. Wie zum Beispiel der Greifball. Wo auch immer der ist. Da drin. Den finden die jetzt nicht mehr so interessant. Das heißt, wenn der jetzt weg ist, dann könnte es sein, dass das Ding wieder ein bisschen hochgeht. Und auch der Pappkarton. Wo ist der? Wo ist denn die andere Hälfte vom Pappkarton? Weil solange der hier ist, kann ich den so schlecht greifen. Da ist er. Kann ja sein, dass es dem besser geht dann. Verhältnismäßig. Und der Sprinkler, den finden die auch nicht so gut, aber den lassen wir, weil den Sprinkler finde ich gut. Die Spule hier ist aber blöd, sagen die. Dann kommt die weg. Und andere Sachen? Boah, der Rest ist okay, ne? Aber lass den mal ein bisschen neues Spielzeug machen hier. Bonobo! Wie wär's zum Beispiel hier mit diesem Futterspielzeug? Für hier vorne. Aha. Das finden die ja schon mal nice. Eisblock haben wir. Wie sieht's denn aus mit dieser Spule? Auch gut. Pappkarton hatten wir schon. Oha, das ist aber schwierig, was die an Spielzeug haben können. Der Pappkarton geht noch. Und dann seht ihr es halt, ne? Also dann habe ich ja alles verbaut, oder nicht? Das Mobile geht auf jeden Fall noch.
Das machen hier vorne hin. Mehr Spielzeug haben die ja nicht. Spielzeug, Spielzeug. Ach doch, hier das Klavier. Das könnte nervig werden. Da drin nicht, da sollen die schlafen. Dann spielt einer hier vorne Klavier auf jeden Fall. Und das sind die ganzen Spielzeuge, die ich für die machen kann. Weil das ist langweilig. Das auch, das nicht. Das langweilig. Neu, langweilig, neu, langweilig, langweilig. Mehr Spielzeug geht nicht. Aber so sollen wir sie glücklich stimmen. Die Bonobos. Dann haben wir das gemacht. Mila Superstar ist hier drin. Gibt's das überhaupt? Mila Superstar. Das gab's doch früher, ne? Oder? War das nicht so ein... Ja, weiß ich ja nicht mehr. Wenn ihr das kennt, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich hatte es jetzt nur im Kopf. So, das Wasser funktioniert. Tauchen die auch noch hier, oder? Ja, da taucht einer. Oder 12. Das Wasser passt, das passt auch. Wunderbar, das ist auf jeden Fall ein Gamechanger, dass du jetzt das Wasser deplatzieren kannst, wenn die Tiere drin sind. Ellen steht kurz vor Inzucht. Das geht gar nicht, Ellen. Weg mit dir. Dann verkaufen wir die. Wer ist denn noch so Inzucht gefährdet hier bei euch? Das nicht. Das auch nicht. Unfruchtbar. Das auf jeden Fall nicht. Nein. Nein. Ellen halt. Ja, dann verkaufen wir Ellen. So einfach ist das. Auch wenn ich das Känguru-Gehege mag, für die Anzahl Kängurus, die wir mittlerweile haben, ist das ganz schön klein, ne? Aber ist noch okay, die Gruppe Kängurus hier. Und eigentlich ist die Größe auch noch völlig in Ordnung, so von daher. Vielleicht sollte ich da doch nichts machen. Tierwohlbefinden hat Aktivisten auf den Plan gerufen. Das ist da auch schon mal was. Das wird wahrscheinlich an diesem Wasser liegen hier. Könnte ich mir vorstellen. Dass ich bei denen keine Wasserleitung reingemacht habe, ist ein bisschen blöd, ne? Ich fand nämlich immer, dass das doof aussah, eine Wasserleitung zu machen, aber mittlerweile könnte ich versucht sein, hier trotzdem eine Wasserleitung reinzumachen. So verdursten die wenigstens nicht. Und die kriegen immer was Schönes zu essen. Hätte ich mal gesagt, was zu trinken. Und ist immer sauberes Wasser. Das ist auch noch die wichtige Sache. Weil jetzt sind Aktivisten hier, weil die dreckiges Wasser getrunken haben, ne? Ja, Sauberkeit. Ärgerlich. Da sind sie, die Aktivisten. Ihr kennt's. Ihr kennt es. Bei den Faunen ist alles gut. Riesenkänguru erwartet Nachwuchs. Das auch. Das Steppenzebra hatte ja Nachwuchs. Und das Riesenkänguru hatte auch Nachwuchs hier. Ah, oh, guck mal. Wer bist du denn? Warum kriege ich denn nur Männchen die ganze Zeit? Das war wohl heftig. Genau, mittlerweile müssten die Besucher, die wir hatten, die rausgerannt sind, müssten ja auch wieder da sein. Hatte Nachwuchs. Oh, ein Albino. Bei fünf Babys kann man auch ruhig einen Albino dazwischen haben, ne? Aber mal gucken, der ist bestimmt auch trächtig, ne? Ne, noch nicht. Gleich mal das Zeug geben hier. Das funktioniert jetzt noch nicht. Wird er noch demonstriert? Und wenn ja, wo gehen die hin? Ich höre die doch hier. Sind die schon bei den Schildkröten angekommen? Nämlich jetzt noch nicht. Bongo hatte Nachwuchs. Gleich mal den Bongo angucken. Und Rappenantilope hatte auch Nachwuchs. Gleich mal zum Bongo, Leute. Hatte Nachwuchs? Und wo ist er? Bongo-Babys sind so nice. Die sehen so derpy aus.
Hehe. Und es ist ein Weibchen. Sehr gut. Und hier sind auch kaum Besucher. Keine Ahnung warum. Es ist scheinbar nicht interessant hier hinten. Das ist der Frosch und dann müsste hier der Skorpion sein, ganz genau. Der ist auch trächtig, auch nice. Der kriegt erstmal alles hier. Dann sind die auch zufrieden, ne? Sehr, sehr gut. Dann haben wir noch mit der Rindersforschung. Gleich mal abschließen hier. Nice für den Kaiman. Und dann glaube ich, wir müssen auch noch mal zwei Tierärzte haben, die sich hier insgesamt um das alles kümmern. Was ja auch ganz gut ist. Sehr gut. Dann haben wir ja welche, die forschen hier die Gnus und so weiter und so fort. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Könnte hier noch ein Forschungszentrum haben. Aber mit Chance benutzen sie ja das hier. Sitzt da einer drin von euch? Nö. Schade eigentlich. Aber das ist wichtig. Wir nähern uns mit großen Schritten auf jeden Fall hier dem. Ja, dem Zoo, dass der erste Bereich hier auf jeden Fall fertig ist. Ich möchte hier gerne was machen. Das kommt eventuell demnächst, wenn ich ein bisschen Zeit habe, um ein Speedbuild zu machen. Möchte ich hier, glaube ich, einen See machen mit Flamingos oder so. Oder der See kommt hier hinten hin. Muss ich mir noch überlegen. Löwen kommen auf jeden Fall noch. Und ihr habt natürlich recht, weil es wurde gesagt, wenn man hier mit Elefanten wirbt, dann soll man vielleicht auch Elefanten haben. Und die werden wir auf jeden Fall auch hier reinmachen. Mal schauen, was für ein gutes Elefantengehege ich mir da ausdenke. Ich finde ja, dass das im Schönhausen Zoo sehr, sehr nice war. Da muss ich ein bisschen out of the box denken, sodass ich nicht nochmal dasselbe mache. Das fand ich sehr, sehr gut. Naja, müssen wir mal gucken. Das Ganze kommt dann in der nächsten Folge eventuell. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne den Daumen nach oben da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis dahin. Ja, haut das mal rein. Ciao, Leute.